Ja, schönen guten Tag, ne? Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play NBA 2K15. Wir spielen gegen die Bulls. Und jetzt haben wir auch endlich Ton. Vorher ist ja die Musik habe ich ausgeschaltet, nicht, dass wir noch Ärger bekommen. Und ja, wie gesagt, wir spielen gegen die Chicago Bulls. Wäre auch durchaus ein Team gewesen, wo ich mir einen Wechsel hin zu hätte vorstellen, tun, machen können. Vielleicht holen wir den Rebound gegen Boozer. Ist das wohl Boozer? Oder ja, 22? Was weiß denn ich, ey? Vielleicht Gibson? Ich spiele ja eigentlich mit meinem GM. Das müsste Gibson sein. Gibson. Ui! Uiuiuiui. Gibson und der Soll an mir, ne? Ja, sicherlich. Sicherat! Boozer, wie komme ich auf Boozer? Wobei, hat der Boozer nicht auch bei. Habe ich nicht gefordert, habe ich nicht gefordert. Lass mich nur, habe ich nicht gefordert. Schönes Foul. Und Derrick Rose kriegt das erste Foul. Und Kyrie Irving macht dabei noch die Punkte und hat jetzt die Möglichkeit mit dem And One nein, 3 Punkte schon komplett zu komplettieren. Boah. Herbst. Ja, ich muss ein bisschen schneller reden heute, weil er hat nicht so viel Zeit. Gleich kommt Fußball. Wer jetzt gerade zu Hause sitzt und denkt, nur weil du schneller redest, geht das Spiel nicht schneller rum. Ja. Gut aufgepasst. Gut. Richtig gut. Oh, das ist ja nicht meiner. Hier, der McDermott ist meiner. Ja, es ist Ty Gibson. Also, alles gut. Alles tutti. Aber Boozer war auch bei den Bulls, oder? Ich mein ja. So, was geht denn hier ab? Gib mich mal das Pille. Ja, pass mal auf hier. Ja, zack, zack. Zack, zack, zack und zack. Wow. Der kann ja mittlerweile Sachen hier, der kleine Snow. Das ist ja schon feierlich. Natürlich, ich meine, ich investiere auch die ganze Zeit hier die VCs, die wir so im Spiel verdienen. Das ist ja fast 1000 im Schnitt. Dazu kommt noch, ich habe hier diese App auf dem Handy. Ich weiß nicht, ob ihr das auch nutzt. Diese NBA 2K15 App. Da kann man. Jeden Tag kann man sich dann so 3 Dinger generieren lassen und dann kann man hier ne Dingsbums und so, ne? Und habt ihr nicht gesehen hier, ne? Dann kriegt man halt so auch VC. Ich glaube, das höchste, was ich hatte, war irgendwie 1100. 1100? Und das pro Tag nochmal, ne? Man nimmt alles mit, was man so kriegen kann. Dazu gibt es noch Lockercodes. Ich hab jetzt für heute wieder einen Lockercode eingelöst. Ich schreibe die nachher nochmal hier unten in die Kommis. Nee, ja doch, klar. Oder? Ja, ich schreibe den in die Kommentare. Wenn ihr das Spiel habt, könnt ihr diesen Lockercode dann auch in. Kabinencode heißt das hier. Mein Gott, ich treffe nix! So! Das ist aufregend, muss ich mich auch noch hier. Dings hier. Könnt ihr als Kabinencode irgendwie eingeben und dann bekommt ihr diesmal ein Zufallsitem. Ich habe irgendwie einen My Player. Die bekommen. Ja. Oh, Derrick Rose verwirft aber viel. Erinnert mich ein bisschen an das Spiel, was sie hier mit meinem My General Manager Modus Dingsbums hatten. Ne? Da habe ich ja mit Derrick Rose auch gar nichts getroffen. Nun gut, nun gut, nun gut. So, jetzt hier Spaß vorbei. Also, einen Lockercode schreibe ich gleich noch unten rein. Ich schreibe auch mal einfach, ich weiß nicht, ob der überhaupt noch gültig ist, den Lockercode für diese 1000 VC, die man haben konnte, ne? Irgendwie I watched NBA 2K TV oder so. Ich schreibe mal beide, die ich kenne, einfach rein. Und dann könnt ihr ja da mal versuchen. Ich glaube, die sind auch gültig für alle Plattformen. Also es das heißt PC, Xbox, Y-Box. Ja, ich habe heute richtig einen Clown gefrühstückt. Gültig für alle Konsolen und Plattformen und müsst einfach mal testen. So. Nein, ich bin gut drauf. Ich, ja. Mich graust zwar schon vor dem Spiel heute Abend, aber hier, ne, alles gut. Also nicht vor dem Spiel hier, sondern vor dem Spiel meines Fußballvereins. Meiner Wahl. Herzensverein. Alles hier. Habt ihr nicht gesehen hier? Alles. Volle Programm. Aber ich hab noch. Irgendwie wollte ich noch. Wollte ich nicht noch irgendwas erzählen? Verdammt. Nee, oder? Ich meine, bestimmt, aber nicht jetzt. Oh ja, Caleb Wushi. Mann, der ist so gut, oder?
Also ich finde, Kevin Love ist momentan, man könnte auch ein Team, nur K-Love und uns und ein paar Roleplayer, das wäre, glaube ich, auch äußerst angenehm. Klar, es ist geil, LeBron zu haben. Aber, ja, nix da, Junge, nix da. Ja, LeBrönchen. Eigentlich, warum springt meiner eigentlich gar nicht mehr? Das habe ich schon letztens bemängelt, ne? Das wird komisch und die Augen von Noah sahen aber ein bisschen sehr Mongo aus. Ja. Komm, LeBrönchen. Ja, danke. Ein Block, den keiner braucht hier, weißt du? So, was mache ich denn jetzt hier? Was mache ich denn jetzt mit dem Ball? Ja, yeah. Oh, nochmal, komm. Ah, ist egal. Ist doch egal. Voraja. So, ich nehme Ty Gibson oder was? Nein, ich nehme hier unten. Nein, wen nehmen wir denn mal? Verdammt. Hier, ja, dann nehme ich Noah. Ist doch auch schön. So, ja, ja, ich glaube, das ist sogar mein Spieler hier, der Butler. Ne, diesmal nicht. Ach, hör auf. Weißt du, wir können wohl nicht wahr sein hier, ne? Er trifft alles, dieser kleine Lurch. Und ich nick es. So, Pass anfaken und dann ab die Luzi. Habe ich Schiss. Hätte ich machen können. Ich glaube, ich war relativ durch. So, endlich mal hier für drei. Verdammte Kacke. Entschuldigung. So. Hey, ho. Ah, Leute. Ja, die Folge für heute ist übrigens schon oben. Die habe ich diesmal, die habe ich schon gestern abgedreht und heute dann ganz gemütlich, bevor es zur Arbeit ging, gedingsbumst, geuploadet. Ich dachte mir, bevor er dann wieder rumschreit, ne, habe ich das Ding direkt oben. Nein, alles gut. Nur diesmal wollte ich ein bisschen früher dran sein, weil die letzten Tage ja die Folgen ziemlich spät immer da waren und ja, er musste ja alle nicht sein, ne. Einige werden vielleicht sogar Bock drauf haben, wenn die nach Hause kommen, hier schön zum Feierabend hier auf dem Kanal zu gucken. Und dann soll natürlich eine neue, brandaktuelle Folge für euch parat stehen. Zumindest ist es mein Bestreben, dies zu ermöglichen. Ich kann es nicht immer garantieren. Ah, so, getrunken. Weil das Problem ist einfach, ihr wisst es, ne? Manchmal kommt man halt gar nicht zum Aufnehmen. Und der Tim zum Beispiel, der macht ja Grimrock und Pineview und er macht das ja auch ein bisschen alles geschmeidiger, weil er arbeitet nebenbei noch an unserer Homepage, damit die fertig wird. Und ja, schwierig alles. Alles ganz schön intensiv. Man muss da wirklich am Ball bleiben. Und für euch machen wir das natürlich alles sehr gerne. Und für uns auch, wir haben ja durchaus noch Bock drauf. Sollte der Moment kommen, an dem wir keinen Bock mehr haben, dann ja, war es das dann wohl. Aber Scharutsch. Und jetzt die andere Seite einmal. Und boah, da dankt er auf dem Ring. Er wurde nicht geblockt, oder? Nein. Er hat den schon wieder auf dem Ring geknallt. Ach, hör doch auf. Ach, mache ich richtig schlecht. Ja, ja, klar. Naja, klar. Nicht mein Spiel bisher. Ich glaube, ich habe eine scheiß Wurfquote. Mein Gegenspieler hat mir schon mehrere reingedrückt und jetzt habe ich auch nicht aufgepasst und ja. Ja komm, den muss er doch eigentlich, ja. Eigentlich hätte er auch nach vorne springen können, aber ja, genug Platz. Naja. Hauptsache jetzt hier mit ultra perfekten Wurftiming, weißt du? Mit grün leuchten und so, weißt du? Kann er sich auch mal für die wichtigen Dreier sparen hier. Ja, da kommen wir mit der Help Defense und das passt alles sogar. Na also, bitte. Besser hätten wir es ja gar nicht timen können. LeBron auf K-Love, raus auf Irving. Der auf uns. Und was machen wir jetzt mit dem Ball? Pass auf, wir gehen hier so. Und so, und dann kommt der Pass auf Irving und der lässt sich blocken. LeBron verlegt Irving nochmal Punkte. Punkte, 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 Punkte. Also gegen den Bulls ist natürlich, das wäre hart, ne? Letztes Spiel war ja auch schon gegen Houston, ne? Genau, gegen Houston. Dann war ja ganz schön
Ups. Enge Kiste. Boah. Sauerstoffmangel oder Müdigkeit? Sauerstoffmangel. Es ist immer Sauerstoffmangel. Baruschka, Baruschka, Derrick Rose geblockt. Ja. Ja, mein Freund. Oh, oh, ich sehe gerade, wir müssen uns auch mal Tattoos freischalten hier, ne? Ein paar Tattoos hier. Jawohl. Für böse aussehen. Mann, sind wir böse. Das wird nichts, Kyrie. Okay. Na gut. Waiters was? Ach so. Ach, guck mal, das ist die 3, tatsächlich. Kyrie auf der Bank. Ja, Waiters sollte so Dinger erst recht nicht nehmen, oder? Oder wie seht ihr das? Mirotic. Mirotic auf Gasol. Ja, der hat die Distanz drin. Ja. Durchaus nicht ungewöhnlich, dass er von da trifft. Ganz und gar nicht ungewöhnlich. So. Zwei Mann hier links, zwei Mann rechts. Ich weiß nicht genau. Aha, ich soll jetzt hier runtergehen. Okay. Bin ich. Boah. Müller mit dem Foul. Ach, Ballverlust. Haben wir eigentlich auch schon einen Turnover? Haben wir einen Turnover gemacht? Die kann ich ja eigentlich ganz gut. Meine Herren. Das wird heute kein langer Abend. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Oh, der macht ihn rein. Miller mit dem schnellen zweiten Foul. Erst verliert er offensichtlich den Ball und jetzt hier macht er defensiv noch ein 3-Punkte-Spiel raus. Also, im Moment der beste Bulle auf dem Feld. Oh, nicht schlecht, ne? Der beste Bulle war... Also jetzt nicht so Bulle, sondern halt, ne? Ihr wisst schon. Chicago Bull Bulle. Was ist denn hier los? Wirft ihr das Ding gegen den Rahmen oder was? Du Flachpfeife. Haben wir. So, jetzt ist mal gut hier. Was fault der mich hier? Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Man kann hier auch mal pfeifen irgendwann mal. Verdammte Scheiße. Und ganz schön aggressiv bin ich hier heute. Dass das klar ist. Wenn das so weitergeht, dann prügeln wir uns hier noch im Feld. Oder wie Ron Artest aka Meta World Peace. prügeln wir uns auch hier, wenn es sein muss, mit Fans. Ja, kein Thema hier. Machen wir alles. Nur für euch. Wie geil ist das denn bitte? Einer der auffälligsten, gestörtesten Spieler benennt sich mal eben um in Meta World Peace. Ich musste so lachen. Ich musste so lachen. Aber gut, wer kann, der kann, ne? Ich kann ja auch. Waiters für 3! Woo! Ach, das war übrigens hier, ne? Hallensprecher, zumindest in hier, New Orleans. Oder? Ja. Ja. Aber ich bin gerade so feinsmäßig echt. So, die Jungs aus New Orleans heißen jetzt wieder Hornets. So, war das denn vorher? Ach, egal. Charlotte? Nee, das sind die Bobcats. Warte mal, Charlotte, die waren doch die Charlotte Hornets. Wie heißen die von. Oh, guck mal, wie verwirrt ich heute bin, ey. Oder immer. Also eigentlich ja immer. So, pass mal auf. Die Bobcats sind nicht mehr die Bobcats. Richtig oder falsch? Aber das ist mein Gegenspieler. Ach, guck mal. Aber New Orleans ist doch nur New Orleans. New Orleans Hornets. Charlotte Hornets? Nee, New Orleans. Was laber ich? Gibt's? Oh Mann! Ich krieg schon Kopfschmerzen. So, pass mal auf. Charlotte Bobcats ist klar. Und, nein, Charlotte Hornets jetzt.
So, die waren die Bobcats, heißen jetzt Hornets. Waren damals die Hornets und alles ist gut. So, den habe ich gesagt. Leute! So, ich guck jetzt mal hier. Aber ein schöner Dreier noch hier. With the Brother. With the Brother. So. Saints, ich bin die ganze Zeit bei Saints, aber das ist Football. Das kann es nicht sein. Washington Wizards. Haben die ein neues Zeichen? Oh Gott. So, Charlotte Hornets. Alles wieder beim Alten. Das ist doch schön. Aber... Nee, waren das nicht, wurde aus irgendeinem New Orleans Team nicht die Oklahoma City Sanders? Nein, New Orleans Pelicans, genau. Aha, so. Aber wie hießen denn die Pelicans vorher? New Orleans. Puh. Pelicans, natürlich, klar, siehst du? Logo. Was wollte ich denn jetzt eigentlich erzählen? Das ist hier Chris Paul und der Hallensprecher, genau, der hat dann immer CP3, woo! Ja, genau, so, alles gut. Geschichte ist zu Ende. Das war's schon. Mehr kommt da nicht. Da könnt dann noch so lange warten. Das war alles. Tut mir leid, dass es nicht spannender wurde. Ja. So, jetzt ist natürlich Stille angesagt, ne? Oh! Oh, der feine Herr. McDermott springt Kontakt mit Schwung. Du hast eine Trophäe erhalten, ja, guck. Da fällt der doch so ein Plump-Pump-Fake, fällt der da mal direkt rein. Und da war ich selber erschrocken. Und dann bin ich da schön, ihr habt gesehen, den freien Weg entlang gehuscht. Kirk Henrik oder Heinrich oder wie auch immer ihr da haben wollt. Wollte dann noch zur Hilfe kommen, aber bitte, bitte. Ne? Ach, hör auf. Airball. So, Entschuldigung. Oh, ich bin heute irgendwie total ausgelassen. Müde ausgelassen. Das ist eine interessante Mischung. Siehst du? Oh, scheiße. Oh, extrem miese Wurf geht fast noch rein. Guck mal an. Ich wollte jetzt wirklich assi sein, weißt du? Das erste Ding hier, Pumpfaken dran vorbeiziehen, reindanken und jetzt wollte ich direkt abdrücken. Na ja, gut, komm. Ist ja egal, ja. Gerechte Strafe, komm. Jo. Ja, ich drück schon gar nichts mehr. So. Zu lange halten. Kannst du mir noch nicht erzählen. Er ist kein guter Verteidiger, deshalb. So. Aber ich versammle ihn. Layup. Ja, okay. Das war wirklich beschissen gemacht. Gebe ich zu. Und das ist ein Rebound. Ja, ist ja schön, dass ihr mir hier einen Block stellen wollt, aber ihr blockt mich gerade. 42-34, 8 vor, Leute, es geht richtig gut ab hier gerade. Und Derrick Rose mit allem, was er hat, und Spin-Move und Layup und wunderschöne Bewegungen und Korb-Erfolg, ja. Schön, 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 kann man nicht anders sagen. Ach so. Boah, ich bin durstig, das glaubt ihr gar nicht. Fanta. Nicht, dass ihr denkt, hier, der knallt sich hier schon wieder die ganze Zeit da das Bier rein. Nein. Noch nicht. Und heute sowieso nicht. So, Kyrie Irving ist back. So, was haben wir hier für einen Spielzug? Jo, gib mal ran hier. Schöner Pass. Oh, tick rein! Das ist doch nicht zu glauben! Schöne Bewegung, schöner Move und
Dann rollt das Ding da eine gefühlte Viertelstunde beim verdammten Ring, weißt du? Okay, Derrick Rose kann natürlich schon ein bisschen besser verteidigen. Okay. Dass der Pass nach hinten geht, ist auch erstaunlich. Wird auf Ranger passen. Sah hübsch aus. Da haben wir unseren Turnover. Nummer 1, oder wie? Yes, das wäre natürlich krass hier. Ein Turnover erst. Wir haben schon fast hier die Halbzeit durch. Yo, ein Turnover ist. Das ist ja inakzeptabel. Was ist denn los mit uns? Wir schwächeln. So, Kyrie unterbricht mal wieder den Fastbreak. Er hat es echt drauf, irgendwie Saft aus dem Angriff zu nehmen. Und jetzt zieht er durch. Rechts alles frei. Und dann kommt er durch und macht die Easy Points. Wir hätten ihn verlegt. Also die Chance, dass wir sowas verlegen, ist ja bekanntlich. Tipp Dank. Ja, leck mich doch am Arsch. Voranger! Du Vollidiot! Ausblocken! Wo ist der denn da schon wieder rumgepimmelt, weißt du? Oh ja, oh ja, oh, wie schön. Eigentlich ein Foul von Noah noch, aber naja. Wir kennen es ja nicht anders, wir kennen es doch nicht anders. Also, ich weiß auch nicht, was ich da jetzt gemacht habe, aber der erste Schritt ist teilweise recht zügig und macht mich unglaublich stolz hier, unser kleiner Snowman. Weil jetzt kann er zum äußerst gefährlichen Mitteldistanzschuss und Dreierschuss kann er jetzt auch noch ein bisschen Athletik ins Spiel bringen. Schnellen ersten Schritt, das macht ihn natürlich noch unberechenbarer. Ja, und gut aussehen tut er auch noch. Ne? So, da kommt das Double Team und wir spielen auf K-Love und der ist eine Bank. Oh! Also irgendwie, ja, ich sag hier, Irving baut Scheiße, sollte er nicht machen, macht das Ding rein. Ich sag, Kevin Love ist eine Bank, der macht das Ding rein, macht das Ding nicht rein. Ne? Na komm! Kitty, kitty, kitty. Switch? Wir brauchen kein Switch. Sag ich doch. Ach, ey, weißt du, das ist ein Akrobat hier. Ne? Er macht die blödesten Teile, macht der Spinner rein. Bin sauer. Jetzt wieder sehen, was er davon hat hier. Was denn? Lass mich in Ruhe. Push für drei. Danke, Kyrie. So, Derrick Rose auf Ty Gibson. Butler, wir nehmen mal den Block hier genau ein bisschen früher. Und Postgame. Oh, da wollen wir nochmal hier die Hand reinhalten, weil große Männer dribbeln ist immer gut, da mal den Arm rein zu flexen. Aber wir kriegen natürlich direkt hier den Foul-Pfiff. Angekreidet. Boah, ich bin heute so wortgewandt. Es ist ein Wahnsinn. Und wenn ich nachher mit Fußball fertig bin, dann werde ich mir noch einen anderen wortgewandten Menschen anhören und angucken, wie er spielt. Nämlich den Tim. Dann werde ich mir noch Grimrock reinziehen oder Pineview, wenn er hochlädt. Weil der Tim ist nämlich einer meiner Lieblings-Let's Player hier auf dem Kanal bei den Hui Homies. Nur für euch. Den Tim mag ich nämlich sehr, sehr gerne. Und so. So. So, Tim, ich habe alles so gemacht, wie du wolltest. Und, ja. Ich hoffe, du schlägst mich jetzt nicht mehr. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob das denn so gut verteidigt war. Indem er sich da hinlegt. Naja. Athletisch daneben gewemst. Cool. Naja, wir kriegen mal die Fouls direkt beim ersten kleinsten Kontakt. Und auf deren Seite wemsen die uns da regelmäßig kurz und klein. Und eigentlich könnten wir das doublen, ne? Ty Gibson auf Butler.
rein auf Gibson. So, und das ist der Moment, an dem wir auf der Seite helfen wollten. Und dann zieht er zur Baseline. Naja, hat der trotzdem gepasst. Und Kevin Love mit dem nächsten Foul beim Blockstellen. Das ist natürlich, ja, naja, sollte man vielleicht in dem Spiel nicht zu oft machen. Ne? Drei vorne. Die letzte Minute hier in diesem zweiten Viertel ist angebrochen, ist am Laufen. Und Derrick Rose mit den nächsten einfachen Punkten, weil sein Verteidiger keinen Bock hatte auf diese Sache, die man verteidigen nennt. Komm, ihr könnt auch mitspielen, das ist kein Thema. Wenn der Kollege Thompson hier mal reingezogen wäre, aber so geht's ja auch zum Glück. Aber wenn er reingezogen wäre, wäre er noch einfacher gewesen. Ne? Er hätte das Anspiel direkt hier unterm Korb bekommen und dann hätte er einfach nur hier zwusch, wusch und schlipp, schlipp und bubsch, kums, badabum machen, hätte er tun machen können. So Leute, des Weiteren, wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr abends machen sollt, 7 Days to Die, unser Let's Play Together. Wer da noch über Langeweile klagt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ne, nur dass ihr Bescheid wisst. Ja, braucht zu lange, um den Ball zu kontrollieren. Und verliert er den Ball, lässt ihn sich stehlen und wir hängen hier irgendwie an der eigenen Bank fest. Und ja, 7 Days to Die, ne? Auf jeden Fall richtig, richtig gut. Lohnt sich immer. Immer, sagt er. Immer, sagt er. Ja, Hauptsache nicht den Ball nach vorne passen. Lieber von der Mittellinie werfen. Wir stehen ja auch alle nur ein bisschen günstiger. So, genug Werbung in eigenem Interesse. Ja, das war's. Mehr habe ich euch da noch nicht zu sagen. Ne? Okay, ich würde sagen, machen wir ja eine Halbzeit. Nein, machen wir nicht. Komm. Ich spiele natürlich auch noch die zweite. Ja, ja. Coach, okay. Ein paar Dinge beachten. Okay, wir werden ein paar Dinge beachten, Coach. Achso, ja, hier, ne? Da die Folge erst, diese hier erst morgen erscheint. Kommt mir also nicht hier mit so blöden Fragen von wegen, was für Fußball wird denn gucken? Champions League war doch Dienstag und Mittwoch. Ja, ist ja auch Mittwoch. Aber die Folge gibt es Donnerstag. So, das habt ihr jetzt davon. Irgendwo soll hier ein Block kommen. Ja. Oh, da habe ich hingepasst. Naja, gut. Dann ist das wohl so. So, jetzt zieh doch mal hier anständig zum Korb. Ach, die, weißt du, die macht er auf einmal. Wo wirklich wie eine Waschmaschine Kontakt herrscht. Bam, von allen Seiten, ne? Das macht er rein, aber ach komm. So, wir müssen gucken, wenn Derrick Rose wieder vorbei wäre. Machen wir lieber noch den Schritt in die Mitte. Um ihn da irgendwie noch vielleicht zu stoppen oder so. Richtig guter Spieler. Natürlich auch hammer viel Pech mit Verletzungen. Ne? Viele miese Verletzungen. Ich glaube Knie, ne? Oder hat er nicht immer Knie? Nö, ich hab Knie. Ja, aber toller Spieler. Ja, echt schade, dass es so. So, wir kriegen das Blöckchen gestellt. Ach, das ist. Kreis ist da hinten, okay. Jetzt aber. Ach, da springt er natürlich hin. Weißt du, das meine ich. So, das Passsystem ist eh schon für den Arsch. Warum zum Geier ist die KI auf einmal so hyperaktiv, ja, dass sie dann noch überall noch hinspringen und riechen, wo der Pass hinkommt? Der musste jetzt zwei Mann denken. Paul, ein Tick rein, verdammt nochmal. Haben wir eigentlich jemals ein End-One gemacht? Ich weiß es gar nicht. Oh, der war richtig schlecht vom Gefühl her. Ja. Beide drin, Glück gehabt. So. 55-52. Also ihr seht, es bleibt weiterhin alles richtig eng. Und spannend und vor allem eng. Und jetzt versuchen wir mal hier das Spiel schnell zu machen. LeBron durchaus jemand, der mit Schmackes zum Korb ziehen kann. Aber wir können natürlich auch nochmal machen. Warte mal. Ich sehe, LeBron läuft nämlich da unten. Den Spielzug zu Ende. Und so kriegen wir auch wunderschöne Assists.
Auch für die Brown spielen ist ja durchaus eine intelligente Sache, wenn man vorhat, einen Assist einzukassieren. Es war aber erst unser vierter Assist. Dafür haben wir schon 9 Rebounds und ach, guck an. Die Bulls revanchieren sich ihrerseits auch mit einem Foul beim Blocken. Das ist so fair. Fair geht vor. So. Na, ja, müssen wir mal schauen jetzt hier. Hier oben soll der Spielzug starten. Aber LeBron hat sich anders entschieden. Macht es lieber auf eigene Rechnung und macht die nächsten Punkte. Bam, bam. Ja, ja. So. Ja, was mal echt... Ich habe es, glaube ich, ja gestern noch gesagt bei der Abmoderation, was echt mal wieder schön wäre, wäre so ein bisschen was Storylastiges, ne? Also wirklich, ja, was Größeres. Kommt es nur mir so vor oder war bei NBA 2K14, bei der PlayStation 4 die Story echt grandios und viel angenehmer? Schwierig. Naja. Ja. Ich meine, wenn man überlegt, wie viel Spiele schon her ist, dass unser Rivale auf die Bühne kam, beziehungsweise in unsere Wohnung. Schwierig. Vielleicht müssen wir aber auch einfach mal das nächste Spiel gegen Utah spielen. Oder? Wäre wohl besser. So. Diesmal nicht, Kollege. Oh! Den haben wir schon gedribbelt, ja. LeBron! Auf Eisen. Ach, der ist noch hier. Guck mal, der Kyrie ist ja noch da. Oh, machen sie gut. Ein Fuß und... Oh, Noah hebt den Ball auf und springt uns aus. Oder läuft uns aus. Ach, guck mal, schon wieder 27 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists. Das ist doch gut. Das ist doch... Sind das MVP-Statistiken, Leute? Ja, ne? Weil vorher hier, wir haben einen Bombenschnitt auch, ne? Wahnsinn. Vielleicht wären wir MVP. Man kann das ja nicht haben. Er ist so vielleicht nicht Schwein gehabt. Und Caleb! Das ist sogar ein Assist. Guck mal an. Was ich sehr gerne möchte, das habe ich ja, glaube ich, auch schon angeschnitten. Beim All-Star Game möchte ich mitmachen. Von mir aus auch für die Sophomores gegen die Rookies. Und beim 3-Point-Shoot-Contest-Dingsbums. Presented by Sprite. Oder was weiß ich hier. Apropos 3. Das ist keiner, ne? Nein. Ich meine, so oder so nicht, aber auch so nicht. Oder bin ich dafür vielleicht doch zu wenig Dreier-Schütze? Ich weiß es nicht. Zumindest bin ich nicht limitiert auf Dreier. Ich kann auch andere Sachen, zum Beispiel... Ach! Da kriegt aber einer gerade ein Foul geschenkt. Wie schön! Verdammter Noah! Ja, 65-57. Ah, ah. Soll ich hier durchziehen, oder was? Dann mache ich von mir aus. Auf die drei, verdammte Kacke auf den Waiters. Warum soll ich denn auf hier Ding spielen? Yo, 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 yo. 36 mal X gedrückt. Naja, immerhin. Yeah. So, Butler.
Heinrich, Henrik, Heinhin und Noah. Er verweigert aber den Post. Und jetzt holen wir unseren Double-Double. So sieht es nämlich aus. Und da kommt der Pass und Waiters lässt sich blocken, faulen, aber alles gut. Alles tutti. Bam 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 bam. Kolom verworfen. 29-10-6. Denkt ihr, was ich denke? Ja, aber wo kriegen wir 10 Hula-Hoop-Tänzerinnen her? Was? So, 68-57, das sind 11 vor. Ja, das heißt natürlich noch nicht so viel, aber es ist beruhigend. Also die Bulls sind definitiv jetzt in der Pflicht anzugreifen. Sie brauchen die Punkte. So zum Beispiel. Oh, Glück gehabt. Wuhu, hübsch. Was er für Sachen kann, ich bin immer wieder erstaunt. Das sind dann Punkte 30 und 31, ne? Ja. Stark. Break mich total. Never! Weil das gute Defense war. So sieht's aus. So, und wenn du... Na gut. Jawohl, genau, spielen wir hier rüber und dann schießt mir das Teil mal gegen das Ring, auf dem Ring. Aber nicht durch den Ring. Ich bleib bei meinem Mann. Bleib du bei deinem Mann. Na, hör doch auf. Hört doch auf zu kacken. Kann er schon wieder den Rebound nicht festhalten, weißt du? Weißt du, wie ich meine? Na gut, ich habe auch nichts im Rebound geskillt. Vielleicht liegt das daran. Echt jetzt? Ohne Scheiß? 2 Meter entfernt, der Typ, und du wirfst ihn, überwirfst ihn? Ohne Witz? Zu hoch und zu kraftvoll für einen 2-Meter-Pass? Beides auf einmal? Muss man erstmal können als NBA-Profi. Ne? Turnover Nummer 3. Na also, jetzt nähern wir uns doch schon wieder unserem heiligen Schnitt. Ach ja, klar. Ha! Gerade er, weißt du? Ja, ja. Ach. Jetzt drück ab! Früher! Nicht nur den Schritt nach vorne gehen und hüpfen vorne! Mein Gott, du Jochen! So, alles tutti. Ach, das kann doch nicht sein. Dass hier auf einmal wie so irre dann genau dahin sprinten, wo der Ball hinkommt. Und da natürlich auch immer noch den Ball bekommen, weißt du? Ist ja nicht so, hier, dass das bei uns auch schon mal des Öfteren der Fall war. Dass der Ball den dann direkt in die Arme zurückticken. Nee. Und der ist nicht drin. Sag ich doch. Aber natürlich! Ein bisschen zu doof, den Ball festzuhalten hier. Na klar, das ganze Programm hier. Und das sind alles Turnovers, oder? Nee. Hä? Nee, vorhin hatten wir 3 und dann habe ich, Ich will nicht da hinten hin. Lass mich in Ruhe.
So, kann er? Ja, kann er eigentlich, ne? Und Waiters haut ihn auf den Ring. Er versaut mir alle meine Assists. Es ist ja kein Problem hier. Alten Pfeifen. Butler. Kriegt den Block gestellt. Zieht. Aber zieht nicht gut genug. Wir müssen Heinrich Henrik verteidigen. Snell kann eh nix. Ja, so viel zum Thema. Wir müssen Heinrich Henrik verteidigen. Oh. Waiters, den macht er jetzt endlich mal. Herzlichen Glückwunsch dazu. 72, 63 und ja, etwas über 2 Minuten noch hier im dritten zu spielen. Die Bulls noch mit Timeouts und die Cavs noch mit Timeouts und körperlich Defense gespielt, was das Herz begehrt. Alles am Mann, alles dabei. 31 Punkte von Andre Snow. Dazu noch 10 Rebounds, 6 Assists und vergessen wir mal einfach die verdammten Turnover. Da kommt doch eh nichts Gutes bei rum. So. Snow gegen seinen Gegenspieler und dann schwubbidi-bubbidi auf Thompson. Aber der findet es geiler, nochmal raus auf LeBron zu spielen. So. Miller, ja, der nimmt ja auch kein Ding. Irgendwann muss einer schießen. Und ja, wir machen das natürlich gerne. So, wir bleiben mal hier beim Snelly-Snow. Versucht sich da mit plumpen Bewegungen irgendwie Platz zu verschaffen. Ja, komm. Kannst du doch gar nicht. Seit wann würdest du das denn können, Junge? So, LeBron ist Dreieck. Nicht, dass wir da nächstes Mal wieder hier... Ah, guck mal hier. Flutsch raus, aber... Eigentlich ein Scheißpass, ne? Ich bin doch mal ehrlich. Das war scheiße, oder? Wäre ein bisschen fester gewesen, hätte der Waiters auch Zeit zu abschließen. Wobei, Waiters ist ja scheißegal, der hat ja sowieso noch keinen Assist von uns reingemacht. So, in den Post? Nein. Nee. Doch. Nee. So, wir sind nur noch 4 vorne. Das ist echt gerade unangenehm hier. Es wird mal wieder Zeit, dass der gute Snowy hier ein Dreier klingt, oder? Oder machen wir das nächste Mal. Aber hier alles geplant. Hier Offensiv-Rebound von Thompson und dann punktet er eiskalt. Und wir sind wieder 6 vorne. Ah, also wir werden wohl auch nochmal zum Angriff kommen hier. Vor allem so, ja, was für Lackei. Ohne Scheiß. Ne. Hast du gerade schon nicht gekonnt, du Lutscher. Ja. Jetzt kommen wir natürlich auch vom Gegner nicht mehr weg. Ja, das war ja eine coole Idee, Waiters. Du bist ja ein richtiger Knaller. Spielt beim Fastbreak den Ball nicht, hä? Und dann steht er da. Und wartet. Und wartet. Und wartet. Und wartet. Ach so, und danach hat er noch gewartet. So, 20 nach 8, nein, 10 nach 8 haben wir, ne, ist doch alles gut. Das ist doch spitze, dann passt das doch hier timingmäßig wunderbar. So, wer hat denn hier, hat der Tim mir gerade im WhatsApp geschrieben? Ja! Aha, der Tim muss noch an der Facebook ein bisschen rumtüfteln. Weil ich habe natürlich extra Wünsche, ne, ich wollte jetzt das und das hier haben und das da haben und... Aber es wird natürlich alles einfach gehalten, ne? Denkt jetzt nicht hier, wir machen jetzt hier so eine Hardcore-Elite-Page oder so ein Scheiß, ne? Es soll den Zweck dienen, euch zu informieren, falls es irgendwie, keine Ahnung. Und Werbung können wir da drauf machen. Richtig schön viel Werbung. Damit wir hier richtig viel Kohle machen und davon kaufen wir uns dann Minecraft. Ach nein, das ist ja schon über den Tisch gegangen, ne? Scheiße, keine Ahnung. Ah, natürlich keine Kohle. Aber Werbung machen wir drauf. Nur prinzipiell ist es die gleiche Werbung, die wir jetzt auch schon machen. Das heißt also für unseren Keyshop, also nicht für unseren, sondern für den GameKeep-Shop, wo wir noch keinen Euro mit verdient haben und dann noch für unsere... für Amazon, glaube ich. Für Amazon haben wir auch noch nichts verdient. Aber alles wird gut.
Uns bleibt Paris. 78-70. Nur wir sind natürlich jetzt am Drücker hier, ne? So richtig am Drücker, ne? Wenn ihr mich fragt, sind wir allererste Sahne am Drücker. Komm mal her hier, komm mal her hier. So, einmal faken. Und dann... Ach, da unten ist X. Und wer hat da gerade das Spiel aufgebaut? Hä? Und was spielen wir überhaupt? Beeindruckend. Wir sind gerade Waiters und... Dings auf dem Feld hier. Waiters und, ne, ihr wisst schon hier. Irving. Das hat mich gerade dann anscheinend ein bisschen verwirrt. Ich habe oben einen an der Spitze gesehen, in der Mitte, frei, und dachte mir so, ja komm hier, das war ein kleiner. Und ich bin davon ausgegangen, dass es der PG ist und hat X mit X gespielt dann und, naja, ihr wisst schon. Dann kommt dann eins zum anderen und, so, was mich interessiert, auf welchem System spielt ihr denn NBA 2K15? Oder spielt ihr es noch gar nicht und wollt es euch erst irgendwann mal zulegen? Oder spielt ihr es nicht, wollt es aber auch nicht spielen, findet es aber tierisch interessant zuzusehen? Das würde mich jetzt noch so ein bisschen interessieren. Und also, dass dann die Leute, die vielleicht auf Xbox One spielen, vielleicht mal erzählen. Ja, die können ja nicht erzählen, ob es anders ist, oder? Nee, das können sie natürlich nicht. Aber wie es euch auf Xbox One gefällt, Leute, die auf PC spielen, auf jeden Fall, oder ja, optimal wäre wirklich, wenn einer hier, ne, ne, ist auch blöd, ne? Auf welchem System spielt ihr? Lassen wir es einfach dabei, das ist, glaube ich, angenehmer für uns alle. Das ist nicht mein Gegenspieler. Ja, was soll ich machen? Und macht es euch auf dem System Spaß? Oder habt ihr irgendwo, bemängelt ihr irgendwas? Genau, so, das würde mich nur interessieren. Ja, das habe ich gut gemacht, glaube ich. Das fand ich echt gut. Und ja, vielleicht könnt ihr noch dabei schreiben, irgendwie, ob es euer erster Teil ist, den ihr spielt, oder ob ihr ja schon das öfteren NBA-Spiele aus der 2K-Reihe gespielt habt. Habt ihr damals NBA Live gespielt oder spielt ihr es immer noch? Wenn ja, kann mir irgendeiner... Gibt es das jetzt überhaupt schon wieder für Konsole? Ich weiß, die haben immer noch Pause gemacht. Aber ich habe jetzt gesehen, es gibt es auch wieder und... Naja. Kann mir einer sagen, wie das von EA so abgeht? Ich habe nämlich nichts Gutes gehört und damals war es auf jeden Fall scheiße. Da haben sich nämlich die Spieler irgendwie steuern lassen wie so kleine Crack-Kängurus. Das hat mir echt keinen Spaß gemacht. Jetzt mach doch mal wieder ein Ding rein. Oh, Ranger! Starker Offensiv-Rebound. Ganz starkes Ding. Ja, genau, und ja. Ach, keine Ahnung. Schreibt halt noch ein bisschen was. Ich finde es immer schön, wenn ihr was schreibt. Ja, ein bisschen reden. Hier auf meine Frage, wen findet ihr besser, LeBron oder war Jordan der bessere Basketballer? Hat auch noch einer geantwortet, weißt du? Nur der Ghost. Auf den ist Verlass. Ja, ja. Warum steckt meiner die Hände über den Kopf? Hab ich gefoult oder was? Nee, ich habe ja nicht gefoult. Ich habe ja nichts gedrückt. Hat meiner gefoult? Leute? Bam 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 bam. Nicht wieder überwerfen, ne? Ich meine, die Leute sind schon wieder nur 10 Meter von dir entfernt. Das ist immer die Gefahr. Ne, 10 cm, so. Das war ein schöner Korb. Also, mittlerweile schaffe ich es wirklich, um ein Vielfaches besser zum Korb zu ziehen. Das ist echt enorm wichtig. Wenn du mal einen Verteidiger hast, der dir nun mal nicht den Platz lässt zum Shooten, dann musst du das natürlich irgendwie kompensieren. Ne? Wenn er nah dran ist, dann ziehst du natürlich. Und wenn du den ersten schnellen ersten Schritt hast, dann ist das Gold wert, ne? Ich meine, das ist stark gespielt. Oh ja, aber Rager, du kannst mich anspielen, das ist kein Thema. Ah, Rager mit dem Offensiv-Round um wieder Punkte.
Da ist der denn wahnsinnig? Da ist ja eine richtige Bank da gerade für uns unterm Korb. Okay, die Bulls, wobei Noah kann ja eigentlich rebounden, ne? Ist ja jetzt kein schlechter Defense-Spieler und kein schlechter Rebounder. Ja, irgendeiner hat da vergessen, Ty Gibson auszublocken. Ein Traum. So, wo müssen wir hin? Da hinten. Ja. Achso, der kriegt da schon den Block gestellt. Kann ich da in die Mitte ziehen? Wollt ihr auf mich spielen? Oh! Kein Foulpfiff! Naja, sehr, sehr, sehr viel Kontakt, wenn ihr mich fragt. Ja, bin ich. Komm, alles gut. Bam, 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 bam. Schön, schön, schön. Ausblocken habe ich jetzt auch nicht so wirklich hinbekommen. Komm, Kevin! Woo! So spielt man Fast Breaks zu Ende. Wunderbarstens. 9 ist es und wir haben noch etwas über 6 Minuten hier den 10. zu machen. Leute! Wir sind auf einem echt guten Kurs. Also wenn die uns nicht ins All-Star-Spiel einladen, dann kannst du mir in beide Schuhe scheißen. Ohne Kack. Ne, dann ja mit. Ach egal. Voyager mit dem Foul und Rose ist ein bisschen hier gerade. Ja, gefrustet hat man so ein bisschen das Gefühl. Ein bisschen überdreht und naja, darf trotzdem jetzt zur Linie und sein 3-Punkte-Spiel komplett machen. Und das tut er auch. Die Bulls liegen mit 11 hinten. Gegen die extrem starken Cleveland Cavaliers. Oh! Wo packt der Lord denn aus? Wo packt der denn so was aus? Leute, ich krieg gerade richtig Kribbeln im Bauch. Mann, ich bin verliebt. Natürlich schön, wenn er den reingemacht hätte, der Kyrie. Ah, naja. Wir sollen Rosie Bosie. Wir sind doch schon am Rose vorbeigelaufen. Rebound Nummer 14. Pass mal auf hier. Wir ziehen dann Rose vorbei und dann spielen wir den Pass auf K-Love und der macht das Ding rein! Triple Double Andre Snow! Schön. Das nächste Triple Double in unserer Karriere. In unserer noch so jungen Karriere. Da kann man sich dann doch schon was drauf einbilden. McDermott auf Butler. Butler raus auf D-Rose. Und der versucht jetzt irgendwie hier an Kyrie Irving vorbeizuziehen. Und dann nimmt er den Jumpshot aus der Mitteldistanz. Und wir holen unseren nächsten Rebound. Haben wir nicht schon 15 gehabt? Ich dachte, der blockt uns noch weg. Und dann dachte ich mir so, eigentlich könnte es auch Foul geben. Und dann war das Ding drin und ich dann so, hui, und er so, oh, nö, und, ja. Ah! Und wieder springt er nicht hoch, sondern klebt er irgendwie drin rum, ich weiß auch nicht. 39 Punkte, 10 Rebounds. Düm, düm. Düm, düm. Warum bleibt er denn stehen? Oh, Schillebump. Also, manchmal, wie gesagt, passieren da Sachen. Naja. Stolen! Oh ja, die waren ganz frei und McDermott kommt zu spät und dann noch mit Foul und eigentlich gehört er dafür ausgewechselt. Aber gut. 39,15. 51% aus dem Feld, das ist doch eine akzeptable Quote. Ich bin da extrem zufrieden, Leute. Bis hierhin. Wer weiß, was noch kommt. Wir haben noch ein bisschen weniger als 4 Minuten. Derrick Rose. Ein bisschen ideenlos, was er jetzt machen soll. Auf McDermott. McDermott auf Ty Gibson. Und Ty Gibson macht, was ein Ty Gibson macht. Er verlegt und McDermott holt dann den Rebound. Und Caleb macht dann das Foul. Und McDermott da war die Linie und
Die Bulls-Fans sind außer sich und ja, ach, guck mal hier. Wenn er den macht, dann sind es immer noch 15. Ja. Das ist natürlich ein Vorsprung, der schon 3 Minuten 37. Wenn er das geschickt spielt, dann kann ja eigentlich kaum noch was ne, schief gehen. So, pass mal auf hier. Zack und zack. Schön gespielt. Na, guck mal. Ne? Langsam werden wir warm hier, ne, Kollege? Erzielt er im einzigen Spiel 40 Punkte und 10 Assists und was? 60 Rebounds? Hä? Hä? Was war das? Ach, egal. Ja, haben wir. Auf jeden Fall geschafft. LeBron bringt den Ball nach vorne. Immer noch LeBron James. Und jetzt zieht er hoch und macht das Ding mit allem, was er hat. Und das Ding flutscht rein. Boah, die Bulls haben nur 43% aus dem Feld getroffen. Das ist natürlich, ich sag mal, hui. Hui, das ist ein bisschen wenig für eine Mannschaft, der Spieler wolle in der NBA. Jimmy Butler. So, was sagt die Uhr? Ja, das passt. Sehr gutes Timing. Ausgezeichnetes Timing. So, Ty Gibson. Wieder rein. Machen sie gut jetzt gerade. Ich bin ein bisschen irritiert. Aber am Ende ist es doch die Rose, der da Verantwortung übernehmen muss. Damit hier nicht mal aber ja, 7 von 24 ist natürlich auch. Hei. Das ist ja hei. Hei. Das sind ja Wurfquoten, die in unserem Bereich schon. Ja, fast fallen. So, ich denke mal, wir spielen jetzt die Angriffe hier easy peasy zu Ende. LeBron, Irving. Wollen wir ein bisschen die Garbage-Punkte hier nach Hause fahren. Guck mal hier, müsst ihr irgendwo. Ach, hab ich nicht aufgepasst. Sprungball erlaubt. Ja. Ich war noch dabei zu suchen, welcher Spieler mir da fehlt. LeBron müsste mit einem Viereck da irgendwie an der Dreierlinie. Oh, schön! Wie wir den Ball genau zu Noah tippen. Sprungball gewonnen, verloren. Kannst du wieder einen Turnover anhängen? Irgendwie sowas. Oh yeah. Die letzten 2 Minuten brechen jetzt gleich hier in diesem Spiel an. Die Bulls versuchen nochmal irgendwie mit einer Full Court Press ins Spiel zu kommen. Aber LeBron ist da ein extremer Spielverderber. Denkste. Aber ich weiß auch nicht, warum LeBron meint, jetzt so Dinger nehmen zu müssen. Wen ist da geholfen? Niemanden. Ja. Schwubbidi-wubbidi. Die Droste davon. Ach, der war gar nicht drin. Ich dachte, der wäre drin gewesen, um ein 3-Punkte-Spiel. Alles gut. Ja. Schwabupp. Schwabupp. Ach, du hast den gleichen Laufweg wie ich. Wow, wieder schön alle überworfen. Das ist, macht doch keinen Spaß. Ich meine, das war jetzt ja nicht mal irgendwie im Bedrängnis oder so. Das war ein einfacher Pass irgendwie in die Zone, ja, auf einen freistehenden Mitspieler. Und der überwirft da wirklich wieder alles. Alles und jeden und überhaupt. Kannst du doch gar nicht. Ja. Wir können dafür nicht ausboxen. LeBron! Ja, das sind hier die ganzen Müllpunkte, die kannst du einsammeln. Die wichtigen hat hier euer Snowman schon gemacht, glaube ich. Aber nicht alleine. Natürlich hier nur dank des Teams und so, weißt du? So, Noah. Zählt das als Rebound? Ja, das zählt als Rebound. Ja, komm, gib mal her hier. Und den Kollegen, ja, den machen wir mal richtig lang jetzt hier. Den machen wir mal richtig lang. Da habe ich nicht hingepasst. Aber egal. Ich habe gesagt, wir machen den lang. Oh ja, oh ja. Snow.
So, 33,3 Sekunden Periode noch zu spielen hier gerade gewesen. Okay, die Periode weiß ich nicht, aber auf 33,3. Das könnten schon so die letzten Ballkontakte von Derrick Rose in diesem Spiel sein. McDermott jetzt nochmal im Foul. 22,6 Sekunden. Shotclock sind 24, oder? 24 Sekunden. Egal, wir gehen so oder so runter. Der Coach. Meint das jetzt echt ernst, glaube ich. Ich meine, er hat recht, aber ich weiß nicht, ob man einen Spieler anmeckern sollte, der gerade ein verdammtes Triple-Double für das verdammte Team gemacht hat. Naja. Ja klar war Ballbewegung wichtig. Meine Fresse, was sind das für doofe Fragen. So, 989 Coins wieder verdient. Das heißt, das Sponsoring für die Halle von unserem Highschool-Coach ist also schon fast wieder eingespielt. Und ja, deshalb haben wir natürlich gerne da gespendet. Für die Leute, die die letzte Folge nicht gesehen haben, Pech gehabt. Ich würde es mal schnell nachholen, es lohnt sich. So, haben wir irgendwie, bitte nicht wieder, jawohl, Arena-Tunnel kann natürlich auch Schuhvertrag sein. Eine Kabine ist, glaube ich, keine gute Idee. Das ist, glaube ich, nichts. Just wanted to say I really like the way you've been playing on the offensive end. Great game tonight. Ach, guck an. Hey, thanks, coach. I really feel like I've been able to step up my game a lot lately. I know how hard you've been working. Keep it up. Just don't forget the other side of the ball, okay? Oh, don't worry, coach. Was? I won't forget. I got you. Die andere Seite, die Defense-Seite, da wo wir jetzt gerade irgendwie über 15 oder mehr Rebounds geholt haben, meinst du die Seite, Coach Doc Rivers? Ja? Okay, dann weiß ich ja jetzt Bescheid. So, was haben wir hier? Neues Upgrade. Cool. Was ist da los? Deine harte Arbeit hat sich gelohnt. Gehe zum... Ach so, das ist ein neues Attribut. Ja, okay. Pff, ja. Ja. Da fehlen ja noch einige. Da können wir noch einiges freischalten. Habe ich gesehen. 79 von 100. War das richtig? Das heißt, 21 Mal können wir noch freischalten? Oder Noch haben wir ja sowieso mehr als genug, um dann noch ein bisschen zu skillen. Aber die Coins fehlen wahrscheinlich. Oh, Leute. Was soll ich euch sagen? Ich weiß, was ich euch sage. Ich sage mal ganz gepflegt. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Keine Cutscene mehr, kein Schuhvertrag. Oder haben wir noch irgendwie ein Dings hier, ein Sponsoring, was hier glatt gegangen ist oder irgendwie sowas. Nein, auch das nicht. Doch hier. Ah, guck mal hier. Das gibt ein paar Coins und... Oho! Hä? Was für eine Eröffnungszeremonie? Vom was? Naja, wir haben ein Foto. Mit Fragezeichen, verstehe ich nicht. Gucken wir nochmal. Da. Geil? Wunderbar. Okay, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht klärt sich das noch auf. Ich sage... Tschö mit Ö, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play NBA 2K15. Ciao!